sagen. Wohin? Ich bin der Meinung, Entschuldigung, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass Herr Biden ein Kriegsverbrecher ist. Das würden Sie nie unterschreiben, weil Sie sagen, wo das Kriegsverbrechen begangen hat. Er hat zum Beispiel den Irakkrieg. Sie müssen mir es ja gar nicht unterstellen. Wenn ich es jetzt tue, dann dürfen Sie es sagen, aber Sie müssen es mir jetzt nicht pauschal unterstellen. Gut, ich frage Sie dann, ist Biden ein Kriegsverbrecher? Oder sind US-Präsidenten jemals Kriegsverbrecher? Wir bleiben bei Biden. Joe Biden ist kein Kriegsverbrecher, selbstverständlich nicht. Um das zu verstehen, muss man in die Vergangenheit blicken. Joe Biden hatte die Außenpolitik der USA über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt. Zunächst 12 Jahre als Senator im Ausschuss für Außenpolitik, später 8 Jahre als Vizepräsident unter Barack Obama. In dieser ganzen Zeit hatte Biden viele militärische Einsätze befürwortet. Joe Biden glaubt ganz gewiss an das, was er Amerikas Führungsrolle nennt. Das bedeutet Vorherrschaft der USA und militärische Intervention. Er glaubt, Amerika habe das Recht, überall und jederzeit zu intervenieren. Biden war als US-Senator vehementer Verfechter von US-Militärinterventionen. Zum Beispiel in Serbien 1999. Die NATO bombardiert Belgrad. Eines der Hauptziele? Slobodan Milosevic zu einem Rückzug aus dem Kosovo zu zwingen. Joe Biden war schon Jahre zuvor ein Befürworter einer US-Militärintervention auf dem Balkan aus humanitären Gründen, wie er sagte. Ich habe ja empfohlen, Belgrad zu bombardieren. Ich habe vorgeschlagen, amerikanische Piloten reinzuschicken und alle Brücken über dem Drina-Fluss in die Luft zu jagen. Ich habe vorgeschlagen, seine Ölvorräte auszuschalten. Ich habe ganz konkrete Aktionen vorgeschlagen. Beispiel Afghanistan 2001. Nach dem 11. September bombardieren die USA die Taliban, die mit der Terrororganisation Al-Qaida zusammenarbeiten. Es ist der Beginn des längsten Krieges in der US-Geschichte. US-Senator Biden ist auch hier ein starker Befürworter einer US-Intervention. Republikaner und Demokraten sind vereint in der Entschlossenheit, diesen Krieg erfolgreich abzuschließen. Die Welt soll wissen, dass wir unseren Präsidenten und unser Militär in ihrer Mission unterstützen. Und auch bei der Entscheidung, im Irak einzumarschieren und Saddam Hussein zu stürzen, spielte Biden eine entscheidende Rolle. 2003 präsentierte US-Außenminister Colin Powell der Welt angebliche Beweise dafür, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfüge. Doch die wurden nie gefunden. Die US-Regierung hatte die Welt belogen. George W. Bush hatte bei seinen Plänen einen mächtigen und einflussreichen Verbündeten, den demokratischen Senator Joe Biden, der einen Einmarsch im Irak schon Jahre zuvor gefordert hatte. Solange Saddam an der Macht ist, besteht keinerlei Aussicht darauf, dass wir sein gesamtes Programm der Massenvernichtungswaffen ausmerzen können. Der einzige Weg, um Saddam Hussein loszuwerden, ist der. Wir müssen am Ende alleine losschlagen. Alleine losschlagen. Und es wird Männer in Uniform brauchen wie Sie, die zu Fuß in die Wüste gehen und Saddam ausschalten. Biden hat als Ausschussvorsitzender im US-Senat eine entscheidende Rolle gespielt. Er war sehr einflussreich und erfolgreich darin, die Leute zu überzeugen, diesen Krieg im Irak zu führen. Er war sehr bestimmt, ein Hardliner, und er blieb auch sehr lange Zeit danach ein Unterstützer und Verteidiger des Irakkriegs. Es war Joe Biden, der als Ausschussvorsitzender den Weg für jene desaströse Intervention geebnet hat, die dieses Land bis heute in Atem hält und die Millionen von Irakern das Leben gekostet hat. Erst Jahre später ändert Biden seine Haltung. Als Vizepräsident nennt er den Irakkrieg einen Fehler und wendet sich gegen eine Truppenaufstockung in Afghanistan. Den sogenannten Krieg gegen den Terror aber will Biden weltweit weiterführen, nur mit anderen Mitteln. Kleinere Missionen mit Spezialeinheiten statt großer Interventionen mit Zehntausenden Soldaten. Dabei setzt er auch auf bewaffnete Drohnen, die von Somalia bis Pakistan jederzeit zuschlagen können. By implementing these types of
Durch diese Politik, die Joe Biden in der Obama-Administration leidenschaftlich vertreten hatte, wurde die Kultur eines endlosen, weltweiten Krieges institutionalisiert. Aber wir müssen auch über die humanitären Folgen vor Ort sprechen. Diese Politik ist ein Desaster für eine ganze Reihe von Ländern, die allesamt destabilisiert wurden, mit tausenden zivilen Toten in Libyen, Afghanistan, Irak. Alle diese Menschen, die auf amerikanischer Seite und im Mittleren Osten ihr Leben verloren haben, all das Geld, das das gekostet hat, und keines der Ziele, die postuliert wurden, wurde je erreicht.